Gelobt sei Jesus Christus. Nee, Nee. Cari fratelli e sorelle nel Signore, oggi celebriamo la festa del Cuore Immacolato di Maria. Il cuore di Maria è un cuore che batte per tutti i suoi figli. Di questo cuore possiamo sempre trovare consolazione e aiuto. In questo cuore possiamo rifugiarci per trovare protezione dai nemici e per rinascere. San Luigi Maria da Montfort scrive nel nono capitolo della sua opera L'amore dell'eterna sapienza. Cito: Nel momento in cui Maria acconsentì a diventare madre di Dio, avvennero diversi miracoli. Lo Spirito Santo formò un cuorpicino dal sangue purissimo del cuore di Maria e lo organizzò perfettamente. Dio creò l'anima più perfetta che avesse mai creato. Il Figlio di Dio si unì in verità personale a questo corpo e a questa anima. Il Monfort elenca tre miracoli avvenuti nel momento dell'incarnazione. Primo, lo Spirito Santo forma il corpo di Gesù. Secondo, Dio Padre crea l'anima di Gesù. E terzo, il Figlio di Dio si unisce a questo uomo con il suo corpo e la sua anima. Di questi tre miracoli, solo cosa il sangue, scusa, solo il sangue è scientificamente verificabile per noi uomini come cosa materiale, e altre cose non possiamo prendere. È interessante notare che il Monfort parla del sangue del cuore di Maria e non semplicemente del suo sangue. Senza il cuore non c'è circolazione del sangue. Senza il sangue circolante, l'essere umano è morto. Nel sangue del cuore, vorrei dire, possiamo vedere simboleggiata la sintesi del corpo di un essere umano. Questo sangue va inteso simile alla formata argilla dell'essere umano, nella quale Dio soffia l'anima, come possiamo leggere nel libro dei Genesi. Nel momento in cui Maria ha detto il suo sì, lo Spirito Santo ha usato il sangue di Maria e formava il corpicino di Gesù. E il Monfort parla del sangue purissimo del cuore di Maria. Il Figlio di Dio ha scelto una dimora completamente pura per l'incarnazione. Il cuore di Maria è completamente puro, non è mai entrato in contatto con il peccato. Pertanto non ci possono essere difetti ereditari per Gesù. Da questo punto di vista, il sangue di Maria non è sangue misto. Questo sangue è completamente puro, come l'oro puro. È un sangue speciale. Ecco perché è sbagliato e ferisce i sentimenti dei fedeli quando Bergoglio, in occasione della festa della Madonna di Guadalupe, il 12 dicembre 2019,
ha detto di Maria che, cito, ha voluto essere mista per noi, si è meticciata. Cito, si è meticciata per essere la madre di tutto. Si è meticciata con l'umanità. Perché? Perché ha meticciata Dio? Perché ha meticciata Dio? E questo è il grande mistero, Maria, madre, meticcia Dio, vero Dio e vero uomo nel suo figlio. Fino. Nel citazione. Sono strano queste parole. All'inizio, ovviamente, per voi si riferisce a Maria, e di cui dice che si è meticciata, mescolata, e poi dice che Maria meticcia Dio. È strano. Tutto è una confusione. Maria, come Giuseppe stesso, appartiene alla stirpe di Davide. Non era, erano stirpe mescolate, diverse. Il sangue di Maria non era mescolato. Sì, la Madonna è la madre di tutti i popoli, però questo si deve comprendere nel senso spirituale. Non lo so che cosa dice per voi, cosa penso, però è vicino all'eresia del monofisitismo oppure, ma dal sangue del cuore immacolato, lo Spirito Santo forma un piccolo corpo perfetto. Affidiamoci a questo cuore immacolato. La Beata Giacinta ha detto: Dio ci dà le sue grazie attraverso il cuore immacolato di Maria. E le persone dovrebbero chiederle attraverso questo cuore. Facciamo lo stesso con fiducia, cari fratelli e sorelle. Liebe Geschwister im Herrn, heute feiern wir das Fest des unbefleckten Herzens Mariens. Das Herz Mariens ist ein Herz, das für alle Kinder schlägt. An diesem Herzen dürfen wir immer wieder Trost und Hilfe finden. In diesem Herzen dürfen wir uns bergen, um vor den Feinden Schutz zu finden und neu geboren zu werden. Die heilige Ludwig Maria von Montfort schrieb im 9. Kapitel seines Werkes Die Liebe zur ewigen Weisheit. Im Augenblick, ich zitiere, im Augenblick, da Maria einwilligte, Mutter Gottes zu werden, geschahen mehrere Wunder. Der Heilige Geist formte aus dem reinsten Blut des Herzens Mariens einen kleinen Leib und organisierte ihn vollkommen. Gott schuf die vollkommenste Seele, die er je geschaffen hatte. Der Sohn Gottes vereinigte sich in personaler Wahrheit mit diesem Leib und dieser Seele. Montfort zählt drei Wunder also auf, die bei der Menschwerdung geschehen sind. Erstens, der Heilige Geist formt den Leib Jesu. Zweitens, Gott Vater erschafft die Seele Jesu. Und drittens, der Sohn Gottes vereint sich mit diesem Menschen, mit seinem Leib und seiner Seele. Von diesen drei Wundern ist für uns Menschen eigentlich nur das Blut wissenschaftlich experimentell nachweisbar. Das Blut als materielle Sache. Interessanterweise spricht man vor vom Herzblut Mariens und nicht einfach nur von ihrem Blut. Ohne das Herz gibt es keine Zirkulation des Blutes. Ohne das zirkulierende Blut ist der Mensch tot. Im Herzblut, so möchte ich sagen,
Können wir die Zusammenfassung des Leibes eines Menschen versinnbildet sehen? Dieses Blut ist ähnlich wie der geformte Lehm des Menschen, in den Gott seinen Atem einhaucht, wie es im Buch Genesis heißt. Im Augenblick, als Maria ihr Ja sprach, bediente sich der Heilige Geist des Blutes Mariens, und zwar des reinsten Herzensblutes Mariens. Der Sohn Gottes hat für die Menschwerdung eine ganz reine Wohnung gewählt. Das Herz Mariens ist ganz rein. Es ist nie mit der Sünde in Berührung gekommen. Deshalb kann es für Jesus auch keine erblichen Defekte geben. Von dieser Perspektive her gesehen, ist das Blut Mariens also kein Mischblut. Dieses Blut ist ganz rein, so wie reines Gold. Es ist ein besonderes Blut. Deshalb ist es falsch und verletzt die Gefühle der Gläubigen, wenn Bergoglio am 12. Dezember 2019 zum Fest unserer lieben Frau von Guadalupe, von Maria, sagt, dass sie für uns gemischt sein wollte. Sie hat sich vermischt und nicht nur mit Juan Diego, sondern mit dem Volk. Sie hat sich vermischt, um die Mutter von allem zu sein. Sie hat sich mit der Menschheit vermischt. Da spricht sie also von Maria. Und dann geht's weiter. Warum? Weil sie Gott vermischt hat. Weil sie Gott vermischt hat, das ist wiederum Monophysitismus. Das ist das große Geheimnis. Maria, die Mutter, vermischt Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch in ihrem Sohn. Das sind sehr seltsame Worte, die nicht einfach zu erklären sind. Das ist eine Verwirrung, die mit diesen Worten erzeugt wird. Und wir sehen das ja nicht nur mit diesen Worten, dass Bergoglio, der sogenannte Papst Franziskus, Verwirrung stiftet. Und das tut eben der Teufel. Er ist der Diabolos, derjenige, der alles durcheinander bringt. Maria ist so wie Josef aus dem Stamm Davids, aus dem königlichen Geschlecht. Und diese Stämme waren nicht vermischt, wenn wir es von diesem Aspekt sehen wollen. Ja, Maria ist die Mutter aller Völker, aber das ist in einem spirituellen Sinn zu verstehen. Heute, meine Lieben, ehren wir das unbefleckte Herz Mariens, aus dessen Herzblut der Heilige Geist diesen kleinen, vollkommenen Leib geformt hat. Diesem unbefleckten Herzen wollen wir uns anvertrauen. Die selige Jacinta sagte, Gott schenkt uns seine Gnade durch das unbefleckte Herz Mariens. Die Menschen sollen sie durch dieses Herz erbitten, also die Gnade. Das wollen wir voll Vertrauen tun. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.